Logan ist eine Art die Weiterführung der Wolverine-Film von der bisherigen X-Men Origins Wolverine, wo so ein bisschen ziemlich scheiße war. Und The Wolverine, der wesentlich besser war. Und Logan ist jetzt eigentlich der dritte Teil in dieser Trilogie. Er ist angesiedelt im X-Men-Universum, aber er spielt sehr in der Zukunft. Er spielt in einer alternativen Zukunft, beziehungsweise in einer Zukunft, wo die Mutanten quasi komplett ausgerottet sind. Und in dieser Zeit ist der Logan eigentlich, er hat eigentlich abgeschlossen mit all dem Zeug. Er ist eigentlich ein luxuriöser Uber-Fahrer, der eigentlich nur Leute in seiner Limousine rumchauffiert. Dann kommt er aber einmal den Auftrag über, um ein kleines Mädchen an einen Ort zu bringen. Und er findet heraus, dass sie ihm relativ ähnlich ist. Ich habe mich basierend auf dem ersten Trailer von Logan mega gefreut auf den Film. Der Song, den sie gewählt haben, war Hurt von Johnny Cash. Und das hat perfekt in die ganze Atmosphäre reingepasst. Und die ist jetzt auch beibehalten worden in diesem Film. Und ich habe Logan wirklich sehr mögen. Was meiner Meinung nach sehr wichtig ist zum Wissen vorab, ist, dass Logan nicht ein standardmäßiger Superheldenfilm ist. Es ist kein normaler Wolverine-Film, es ist nicht einmal ein normaler X-Men-Film. Er weicht von ganzen Haufen X-Men-Traditionen ab und ich habe das wirklich super gut gefunden. Was sich aber nicht geändert hat, im Gegensatz zu den Filmen, die wir bis jetzt gesehen haben im X-Men-Universum, der Hugh Jackman ist immer noch der Wolverine, also in dem Fall jetzt der Logan. Und er spielt den so, so gut. Er verliert sich wirklich in dieser Rolle. Du erkennst den Hugh Jackman kaum noch. Und das liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass der Logan, also der Wolverine, in dem Film ziemlich anders dargestellt wird als in allen anderen Filmen. Er ist nicht der unverwundbare, hässige Typ, der einfach Leute abschlachtet wie ein Irre. Das ist ein gebrochener Mann, eine gebrochene Figur. Er ist verletzbar, er heilt nicht mehr schnell oder nicht mehr so toll. Und das macht das extrem spannend, weil bis jetzt hast du einfach gefunden, ja, der Wolverine, dem kann ja sowieso nicht passieren, der ist ja eh unsterblich. Und jetzt plötzlich kann ihm etwas passieren und das macht den Film viel, viel spannender. Er ist alt und das sieht man ihm an. Er hat mit seinem Leben eigentlich schon abgeschlossen und der verruchte, dreckige, extrem brutale Wolverine ist von Hugh Jackman so verdammt gut gespielt. Ebenfalls zum letzten Mal in seiner Rolle anzutreffen ist der Patrick Stewart, der den Professor X bzw. den Charles Xavier spielt und er ist auch alt geworden, das merkst du mal, er ist wirklich ein alter Mann, er verliert langsam aber sicher Kontrolle über seine krasse Fähigkeiten. Man merkt, er hat eine Vergangenheit, die in den Filmen nicht gezeigt worden ist. Das wird immer so ein bisschen angeteased und der Patrick Stewart macht das wirklich auch extrem gut. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen als alternder, so gebrechlicher Professor X. Dann haben wir noch einen kleinen Neuzugang und klein meine ich, weil sie ist ein kleines Mädchen. Das ist Daphne Keane. Sie spielt Laura. Das ist so die Figur, die vom Wolverine quasi eskortiert werden muss und eben der Wolverine merkt relativ schnell, dass sie ihm sehr ähnlich ist, weil sie hat sehr ähnliche bis die gleichen Fähigkeiten wie er. Und ich habe Daphne Keane in dieser Rolle eigentlich gut gefunden. Am Anfang musste ich mich ein bisschen an sie gewöhnen, sozusagen, weil sie sagt im ganzen Film extrem wenig. Und was sie viel macht, ist einfach böse reinschauen und hässig sein und so. Und das kann sie eigentlich noch gut, aber sie ist überhaupt keine sympathische Figur. Gegen den Schluss wird das aber das Ganze wieder ein bisschen aufgerollt und man fühlt dann doch mit ihr, obwohl sie den ganzen Film eigentlich nicht wirklich sympathisch war. Und es hat nach etwa zwei Drittel, sage ich jetzt mal, hat es so ein paar Momente gegeben, wo ich gefunden habe, leck Mädchen, du gehst mir gehörig auf die Nerven. Aber schlussendlich ist dann das doch alles wieder gut gekommen und ich habe mich quasi mit ihr versöhnt. Und das dynamische Trio, sage ich jetzt mal, die drei funktionieren extrem gut miteinander. Vor allem das Hin und Her zwischen dem Professor X und dem Wolverine ist mega herrlich. Man merkt, die Figuren kennen sich schon mega lang und wie sie miteinander schwätzen. Und jetzt, in dem Film dürfen sie ja auch mal fluchen, weil der Film ist R-rated, sprich ab 18. Und das merkt man nicht nur beim Fluchen, aber jetzt dürfen sie das mal und das nutzen sie aus. Und das habe ich wirklich noch recht cool gefunden, weil es zwischen den beiden Figuren extrem gut funktioniert.
Der Film sieht auch sehr stark aus, finde ich. Es ist mega so grelle Sonnen und warme Farbtöne vor allem. Und alles ist so ein bisschen halt fast postapokalyptisch. Aber du merkst, in dieser Welt hat es gleich auch noch Luxus und eigentlich eine normale Welt, wie wir sie kennen. Aber für die Mutanten ist es eine Art nach dem Untergang. Und das wird sehr, sehr cool dargestellt mit dem ganzen Dreck und mit dieser Brutalität, die in diesem Film geschaffen worden ist damit. Was ich auch sehr cool gefunden habe, ist, dass nicht alles zu Tod erklärt worden ist. Sonst hast du ja immer die jenste Szene so im Film so, also, passiert ist das, oder du hast irgendeine Erzählung oder irgendeinen Text am Anfang, ja, jetzt sind alle Mutanten gestorben, was weiß ich. Das wird da einfach davon ausgegangen, dass du das checkst selber. Und das habe ich mega cool gefunden. Es hat eine einzige Szene, wo so ein bisschen Exposition ist, also eben das Erklären. Und ich habe das nicht so schlimm gefunden, weil dort bin ich echt froh gewesen, hat man mir das erzählt. Und ich finde, manchmal hat es fast ein bisschen mehr Exposition, also Erklärung, vertreibt, aber ich habe es cool gefunden, dass man generell auf so wenig eingegangen ist von dem. Und zwischen all dem Drama, was eigentlich ist, hat es auch noch ein bisschen Action und die ist mal etwas ganz Neues in den X-Men-Filmen. Bis jetzt ist einfach, yeah, cool, ich bin magnetisch und so und ja, ich kann schnell rennen und auch deine Gedanken kontrollieren und so. Und der Film ist einfach blutig und dreckig und verrucht und teilweise extrem grafisch. Das sind wirklich brutale Szenen, wo Leute wie Arm und Köpfe abgehackt werden und Blut spritzt und so. Aber es ist nicht jetzt so, huhu, wir können jetzt da die Gedärme und so Scheiß zeigen. Es ist immer noch so realistisch, wie es halt geht in so einem Film. Jetzt habe ich noch ein paar Sachen, die mich am Logan aber auch gestört haben. Und das ist zum einen, dass er mit 2 Stunden und 17 Minuten doch sehr, sehr lang ist und auch teilweise lang wirkt. Vor allem im Mittelteil hat er so ein paar Hänger und so ein bisschen vor dem Ende. Jetzt habe ich auch gefunden, so, dann macht mal ein bisschen Führerschein. Was ich auch sehr schwach gefunden habe, ziemlich ist der Bösewicht gewesen. Der ist blass und eintönig. Und er hat eigentlich recht viel Potenzial gehabt mit seinen Absichten und allem, aber irgendwie ist das Ganze zu wenig erklärt worden oder zu wenig gezeigt worden, was jetzt genau seine Absichten gewesen sind. Und basierend auf dem gibt es dann auch ein paar Story-Punkte, die ziemlich konstruiert wirken. Und ich finde so, leck, der hat jetzt aber Schwein gehabt, hat er das Foto jetzt gefunden zum Beispiel. Was ich an Logan wirklich, wirklich cool finde, ist, dass er einfach in eine andere Richtung geht, dass er das ganze X-Men-Zeug in eine andere Richtung treibt. Das habe ich so cool gefunden, weil Logan ist schlussendlich ein Drama, wo Superhelden darin vorkommen. Und es ist sogar recht gut als Drama, eben vor allem wegen der Figuren meiner Meinung nach. Der Hugh Jackman ist super und verschwindet total in dieser Rolle als Logan. Der Patrick Stewart ist toll als zum letzten Mal als Professor X. Daphne Keane, mit ihr konnte ich mich auch gegen den Schluss anfreunden als Laura. Zwar hat der Film lustige Stellen, aber er ist vor allem echt deprimierend, düster und brutal. Eigentlich ziemlich unerwartet, meiner Meinung nach, für so einen Superheldenfilm, aber Logan ist wirklich einfach anders. Und die Action-Szenen, die es hat, wenn es dann einmal hat, die sind ziemlich brutal, teilweise ziemlich grafisch, also blutig mit abgehenden Köpfen und so Sachen, so schöne Sachen. Und die Rohheit in diesen Kampfszenen widerspiegelt eigentlich den Film sehr gut. Was mir nicht gefallen hat, das ist, die Handlung ist teilweise ein bisschen konstruiert gewesen, habe ich das Gefühl gehabt, der Bösewicht war ziemlich blass und eintönig gewesen. Ich würde Logan definitiv empfehlen, den Leuten, die X-Men cool finden, den Leuten, die Wolverine cool finden, aber auch Leute, die so ein bisschen gesättigt sind von diesen Marvel, DC, von dem ganzen Zeug. Also ich habe ja nichts gegen das, aber wenn du findest, ah, diese Superheldenfilme sollen mal ein bisschen etwas anderes machen, nicht immer nur das gleiche, die gleiche Formel anwenden, dann gang Logan schauen, weil der macht genau das. Puh, jetzt habe ich doch recht lange über Logan geschwätzt und ich finde Logan wirklich, wirklich gut. Mal etwas anderes in die Richtung, mal nicht ein Superhelden, yeah, cool Actionfilm, sondern mal ein Drama in die Richtung. Ich würde ihn jetzt nicht gerade auf die Stufe von The Dark Knight setzen, also ein Batman-Film, der echt die Richtung eingeschlagen hat. Aber trotzdem ist er definitiv sehenswert, meiner Meinung nach. Und ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.